Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 3. Und ja, wo waren wir nochmal stehen geblieben? Stimmt, wir machen mal weiter. So, und davor hatten wir auch einen Soldaten gehabt, also davor. Und jetzt war er auf einmal nicht da. Das ist auch sehr nice. Ich sollte einen besseren Weg finden. Okay. Oh, Schwergewicht. Ich finde einen alternativen Weg zu den Dogs. Muss ich jetzt von dir hier durch? Nee, kann ich nicht. Ah, Schutzweste. Aber Schutzweste haben wir bereits. Und du sollst mal hier hingehen. Da. Schon wieder. Hey, geht euch zu erkennen. Oh, 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 oh. So. Gut, Checkpoint erreicht. Okay, gut. Kletter auf Holz, Schiff. Ah, diesmal waren wir auf dem Meer, aber es hat keinen Alarm eingeschlagen. Ausgelöst, meine ich. Damit. Und wie kann ich da jetzt draufklettern? Yay, geschafft. Ohne irgendeinen Alarm auszulösen. So, den konnte ich mir jetzt ausnahmsweise mal machen. Takedown. Wow. Aha, genau. Sam, ich bin soweit. Hier steht, der Typ heißt Foster. Also, wie soll ich mich verhalten? Wie Foster. Denk dran. Sei leichtgläubig. Du musst die eigene Lüge glauben, damit es klappt. Söldneruniform. Du trägst nur eine Söldneruniform. Die Söldner werden nicht angreifen, solange du sie nicht provozierst. Okay. Habe ich die Knarre? Ja, habe ich die. Ich habe die Knarre. Heute kommt zur Inspektion seiner neuen Männer. Stellt mich alle auf zur Abnahme. Aufs Camp vorbereiten. Sauber. Meister, na los, bewegt euch. Alles klar. Na los, geht durch. Bist du sauber? Okay, nächster. Oh oh. Alles gut, Foster. Psst. Brauchst du irgendwie Kohle? Fuck ja, warum bin ich sonst hier? Ein Boss von hier namens Vaas ist umgebracht worden. Sein Reich liegt offen da. Seine Jungs machen ein Schweinegeld. Das können wir auch. Was ist mit Holt? Holt hat andere Probleme. Das ist wie am kalten Buffet. Das Beste ist schnell weg. Wir sollten uns bedienen, oder? Aber absolut. Okay, hör dir die Rede an. Hey, wenn du irgendwem von diesem Gespräch erzählst... Bist du tot? Du auch, Junge, hör auf. Müsstest du aufzureden. Hi. Wie läuft's denn? Dann hören wir mal an hier. Was schön ist es hier. Stoße zu den anderen Rekruten. Ah, meine rotbäckigen neuen Rekruten. Ich werde nicht lügen. Wir sind wegen der Kohle hier. Aber es ist das Glück meiner Männer, das mich morgens aufstehen lässt. Mein Vater, er ruhe in Frieden, war Diamantensucher. Musste immer bei Tagesanbruch raus, brauchte eine Zigarette und dann verschwand er in der Erde. Für diesen wundervollen, wundervollen Mann war diese Firma Gott. Mit derselben Ehrfurcht behandle ich mein Geschäft hier. Und von euch erwarte ich das auch. Also...
Es gibt nur drei Firmenregeln, die befolgt werden müssen. Erstens. Beschützt mein Produkt. Fickt sie ruhig, aber seid nett. Zweitens. Jeder Wilde wird erschossen. Drittens. Alle Gewinne gehören mir. Ich bin ein netter Chef. Doch brecht ihr nur eine dieser Regeln. Dann brate ich euch auf dem Grill, bis eure Haut aufplatzt wie ein Würstchen. Gut, genug geredet. Diese Wilden wollen mein Lebenswerk zerstören. Meinen ganzen Stolz. Beißt sie in die Schranken. Oh, fast vergessen. Special des Monats. Eure eigene Insel. Für den Kopf von Jason Brody. Oh oh, scheiße. Und jetzt ein kühles Bier. Okay. Wie läuft's denn? Okay. Oh, endlich können wir das auch mal hier alles verlassen, ey. Weil ich habe hier keinen Bock mehr drauf zu sein, ey. Ich will mal, hallo? Okay. Okay, gut. Ah, endlich flüchten wir auch mal von hier, weil ich war echt langweilig. Finde ich jetzt so. Also für jeden das eine. Aber für mich im Dunkeln zu sein, ist nichts Neues, also ist nichts Abwechselndes. Sam, ich bin gerade vom Boot runter. Oh, jetzt kannst du dich da frei bewegen. Aber lass dich auf keinen Fall bei irgendwas Verdächtigem erwischen. Wie töten, erwürgen, sprengen oder so. Bluffen, Jason. Einer von Hoyts Leuten hat mir was angeboten. Eine Gruppe Verräter plant, ihn zu bestehlen. Ich glaube, wenn ich die umlege, wird Hoyt mir vertrauen. Ah ja, eine Dresdner Rochade. Die beste Wahl. Noch schneller wäre es gewesen, Jason Brody zu töten. Aber das fällt ja wohl aus, was? Ich habe die Verräter von drinnen überwacht. Sie haben drei Hauptmänner. Und einer hat vielleicht eine Personalliste mit allen Beteiligten bei sich. Töte sie. Besorg die Liste. Und ich werde heute wissen lassen, was für ein guter Soldat du bist. Wo ist ihre Basis? In einem alten Tempel. Ich gebe dir die Koordinaten. Okay, danke, Kumpel. Drei Decker. Und da ich ja in einer Zeitdruck bin, also Zeitdruck wie jetzt mein PC hat auch einige Schwächen, das heißt manchmal geht der nicht an und so weiter, ist ein Problem von mir. Und ja, und genau das ist auch das Problem. Deshalb mache ich nur die Hauptmission jetzt, ab hier. Ab hier ist es jetzt vorbei, also ich mache jetzt nur die Hauptmission. Weil Far Cry 3, ja, ich habe ja euch schon mal gesagt, wegen Zeitdruck und so. Es ist leider nur schwer möglich, sowas. Und deshalb halt, mache ich das alles ganz schön schnell. Kümmern wir uns um die Hauptmänner. Okay. Töte heimlich, um unbemerkt zu bleiben. Söldner greifen dich nur an, wenn du sie provozierst. Okay. Was willst du, Rekrut? Nix. Ich töte drei VIPs und durchsuche sie nach Hinweisen. Die hier? Nee. Welche
Vielleicht VIPs? Wahrscheinlich hier, oder? Boah, Munition, ey. Drei VIPs muss ich töten. Und wer sind denn diese VIPs, wenn ich fragen darf? Warum verzocke ich bloß immer alles? Oh, nicht in den Mülltonne. Das habe ich schon oft gesehen. Ha, wohl wahr. Hier wurde viel Geld verdient in den 80ern. Aber das ist vorbei. Na ja, Zeiten ändern sich. Und den noch? Okay. Also gut, dass er auch automatisch was sammelt, wenn ich ihn töte. Und dann haben wir den Chef hier. Hey, naja, immerhin ein Job. Oh, das hat sich umgedreht. Alles, da? Alles klar. Der pisst gerade rum, aber ich muss euch leider stören beim Pissen. Sorry. Boah, Geld. Ja. Nein. Oh, der hat's gesehen. Tötet drei. Ich hab doch drei getötet. Hä? Bring einer die Spanner um! Muss ich nicht heimlich da sein oder wie? Ach, das ist der! Nichts. Na, leider nichts. So, 1 von 3. So, wo sind die anderen hier? Kommt nochmal raus aus euren Plätzen, ey. So, die können mich zwar sehen, aber ich die nicht. Das ist keine Ahnung wieso. Und wie? Haben wir noch Geld? Dann haben wir auch noch Geld. Hier eine Kiste. Wie komme ich da jetzt darauf? Ach ja, stimmt. Durch Treppen und so. Okay. Ich muss mich verpissen. Boah, der hat eine Stahlträgermaske, Alter. Da hat einer nur eine Leiche gesehen, ne? Nur einer, ey. Einer eine Leiche. Und dann wusste er schon sofort, dass ich ihn gekillt habe. Und auch ausgerechnet ich, ne, irgendwie. Komischerweise. Da ist er, da ist er. Da haben wir den zweiten. Ich brauch... Okay. Warten wir den Typen nochmal. Da vorne, oder? Nee. Okay.
Vollidiot, ey. Was verdient, ey. So, 3 von 3 haben wir es jetzt. Kann ich das abbauen? Aber was ist das? Eine Notiz? Okay. So eine Kiste und... Okay, verlasse das Gebiet. Endlich. Aber erstmal plündere ich mal alles. Und da drin hatten wir... Ah, da haben wir noch Geld. Mali, da haben wir auch Geld. Und eine Kiste. So, gibt es hier keine Seilrutsche? Da haben wir eine Seilrutsche. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich eine Seilrutsche ist. Ja, das ist eine Seilrutsche, okay. Okay. Ich dachte ja immer, weil ich ja von anderen Let's Playern diese Kleidung gesehen habe, dachte ich immer, die Schutzweste, die Kleidung würde was bringen. Also, dass wir dann halt sozusagen mehr Ausdauer haben. Sam, ich war im Tempel. Ich habe alle drei erwischt, aber nichts. Die Liste war nicht da. Das ist sehr schade. Ja, aber hat eine Notiz. Sie treffen sich in ein paar Tagen. Scheint wichtig zu sein. Dann findest du die Liste bei dem Treffen. Das muntert mich wieder auf. In der Zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen. Willst du vielleicht mitkommen? Klar. Wunderbar. Triff mich an den Drogenfeldern. Ich hab da was zu klären. Okay. Ja, dann lass mal eine Fähigkeit geben. So, da haben wir jetzt alle voll. Du verursachst deutlich weniger Geräusche beim Laufen und Sprinten. Yeah. Drücke F, um meinen Flammenwerfer oder LMG zu erledigen. Okay. Das können wir machen. Und dann machen wir auch noch das. Yay. Yeah. Jawohl, endlich können wir den auch mal machen, ne? Ist jetzt stark genug, einen MG oder einen Flammenwerfer-Schussschützen auf einen Schlag zu töten. Nähere dich mit dem Schwergewicht und drücke F, du erhältst 5-fache XP für jeden Kill. Endlich. Die Situation entschärfen. Ja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.